Fahrer, die heutige 2002 und 3 kamen dann die Vita und die Aua hinzu, die beide in Wismar gebaut worden sind. 2007 ging es dann los mit den Schiffen der Meierwerft, das erste Mal die Viva, die wir jetzt vor Ort haben. Es folgte die Bella und die Luna mit 69.000 Tonnen. Etwas größer war nachher die neue Aida Blue, die Sodima und die Stella mit 71.000 Tonnen. Die haben wir eigentlich auch mehr aufbekommen. Ja, die neueste Aida wird ja jetzt getauft in Hamburg, die Aida Prima, die in Japan gebaut worden ist. Die nächste wird dann die Aida Perla sein, die ebenfalls jetzt noch in Japan gebaut wird. Ja, 2018 und 2019 kommen dann wieder zwei neue Aidas zum Einsatz, die werden dann wieder in Patenburg gebaut. Ja, die Aida werden wir an unserer Steuerbordseite, also hier an unserer rechten Seite haben, sodass sie auch schön angestrahlt ist. Und wenn Sie Fotos machen möchten, wird sie dann so schön lächeln. Thank you.
Das ist ja vernünftig. So? Ja, wie sie denn? Du weißt, wie das aussieht. Das ist langsam geht ja unser kurz vor dem Ende entgegen. Wenn Ihnen das gefallen hat, morgen haben wir das gleiche Spektakel nochmal. Morgen haben wir nämlich drei Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde. Unter anderem die Viking Star, die wird dann da liegen, wo wir sie aufgenommen haben. Aida wird dort liegen, wo heute die AIDAdiva abgelegt hat. Und MSC Opera, also morgen drei Kreuzfahrtschiffe. Ja, wir hoffen, dass Ihnen das Ganze ein wenig gefallen hat. Wenn Sie Urlaub haben, dann natürlich noch weiterhin recht schönen Urlaub, weiterhin schönes Wetter. Ansonsten natürlich noch einen schönen Abend und ja, tschüss Ihnen, bis zum nächsten Mal hier von der Besatzung vom Fahrgastschiff Captain Brass. Ja, und sollte Ihnen das Ganze gefallen haben, Sie auch meine Reiseleitung, dann habe ich hier hinten am Ausgang draußen meine kleine Seekiste stehen. Ich würde mich über einen kleinen Obolus freuen, bedanke mich dann auch schon mal im Voraus. Und ja, jetzt werden wir reinfahren in den alten Strom, machen hinten eine Bahnhofsbrücke fest. Einfach nur, wenn Sie wieder zum